Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Unser nächstes Thema ist ein zweiter wichtiger, interessanter Sortieralgorithmus, der auch wieder zu den einfachen Algorithmen zählt und der den interessanten Namen Bubble Sort hat. Und bevor wir uns mit den Details beschäftigen, habe ich ein kleines Schmankerl für Sie. Es gibt nämlich eine schöne Episode auf YouTube. Da war der Senator Barack Obama, also bevor er zum Präsidenten gewählt worden ist, bei YouTube zu Besuch und nicht bei YouTube, bei Google zu Besuch. Und schauen Sie mal selbst, wie er sich schlägt, als es um die Frage geht, wie man 1 Million Zahlen sortiert. Now, Senator, you're here at Google, and I like to think of the presidency as a job interview. Now, it's hard to get a job as president, and I mean, you're going through the rigors now. It's also hard to get a job at Google. We have questions, and we ask our candidates questions, and this one is from Larry Schwimmer. What, you guys think I'm kidding? It's right here. What is the most efficient way to sort 1 million 32-bit integers? Well, I think the bubble sort would be the wrong way to go. Come on, who told him this? Okay. I didn't see computer science We've got our spies in there. Ja, okay. Wäre mal interessant gewesen, wie sich Trump bei dieser Frage schlägt. Also, what is the most efficient way to sort 1 million integers? Und die Antwort von Obama war, the bubble sort would be the wrong way to go. Okay, wir schauen uns jetzt aber den Bubble Sort mal an. Schauen mal direkt rein in die in den Algorithmus. Und ich würde auch gerne sehr schnell mit Ihnen gleich ein Beispiel machen. Bubble Sort, da ist es. Also im Wesentlichen funktioniert der Algorithmus so, er vertauscht benachbarte Elemente im Array. Das ist der wesentliche Schritt, der wesentliche innere Schritt. Und das wiederholt er natürlich so lange, bis das Ganze funktioniert. Aber wir machen mal direkt ein Beispiel, weil ich glaube, da sieht man sofort am ehesten, wie das Ganze funktioniert. Und wir machen uns mal wieder so ein kleines Array. Das soll jetzt hier mal die 7 haben und die 9 und die 5 und die 4 und die 3. Und die 1 und noch eine 6 meinetwegen. Also wir wollen Zahlen sortieren in aufsteigender Reihenfolge. Und das sei mal unser Array. Und jetzt kommt der innere Schritt, die innere Schleife von diesem Bubble Sort Algorithmus. Die geht von links nach rechts durch das Array durch, schaut sich immer zwei benachbarte Elemente an und schaut, ob die in der richtigen Reihenfolge stehen. Ja? Also das erste, was wir uns anschauen, ist 7 und 9. Und da sehen wir, die stehen korrekt. Das nächste, was wir uns anschauen, sind die 9 und die 5. Und wenn wir die 9 und die 5 vergleichen, dann sehen wir, dass die in der falschen Reihenfolge stehen. Die 9 ist ja größer als die 5, das heißt, die 9 müsste rechts stehen. Also hier haben wir sofort das erste Mal ein Element, was an der falschen Stelle steht. Ich markiere das mal. Das ist nämlich die 9. Und wir schreiben es auch kurz auf. Beim Vergleich (9 gegen 5) stellen wir die falsche Reihenfolge fest.
So, und was wir jetzt machen ist, wir tauschen. Und dann sind wir also bei folgender Situation. Wir haben die 7, die 5, die 9, die 4, die 3, die 1 und die 6. So, und jetzt wandern wir 1 weiter. Wir vergleichen jetzt also die 9 mit der 4. Und wir stellen wieder fest, 9 und 4 sind untereinander in der falschen Reihenfolge, weil 9 natürlich auch größer ist als die 4. Und wir tauschen wieder. Das heißt, wir tauschen jetzt die 9 und die 4 und dann haben wir die 7 und die 5 und die 4 und die 9 und die 3, 1, 6. Wir machen das einmal komplett durch hier, weil man dann auch sehr schön sieht, was dieser Algorithmus eigentlich bewirkt. So, jetzt vergleichen wir die 9 mit der 3 und stellen wieder fest, das Ding steht an der falschen Stelle innerhalb dieser kleinen Reihenfolge. Das heißt, wir müssten auch hier wieder tauschen und kriegen dann im nächsten Schritt die 7, die 5, die 4, die 3, die 9, die 1 und die 6. Wir gehen 1 weiter. Also wir machen ja gerade eine Schleife von links nach rechts, vergleichen jetzt die 9 mit der 1. Wir haben wieder die Situation, dass die 9 größer ist als das benachbarte Element. Wir müssen wieder tauschen, kriegen dann in dem Schritt die 7, 5, 4, 3, 1, 9, 6. Und dann vergleichen wir zu guter Letzt die 9 mit der 6 und auch hier stellen wir fest, die 9 steht an der falschen Stelle im Verhältnis zur 6 und wir tauschen nochmals und haben dann zum Schluss in einem Durchgang 7, 5, 4, 3, 1, 6, 9. Das heißt, wir haben eine Schleife gemacht, die komplett über das Array gegangen ist, von links nach rechts, also von vorne nach hinten, vom Index 0 bis zum vorletzten Index, haben immer das Element mit seinem Nachfolger verglichen und wenn die beiden in der falschen Reihenfolge standen, dann haben wir die beiden vertauscht. Soweit so unklar. Was jetzt da passiert ist, ist, das Array ist noch nicht sortiert. Das sehen Sie. Das ist ja immer noch, da steht 7, 5, 4, das ist ja nicht aufsteigend sortiert. Aber nach diesem Schritt steht das größte Element, nämlich die 9, an der richtigen Stelle. Wir können das mal so machen, dass wir das hier vielleicht mal markieren, farbig. Das heißt, das größte Element das ist in unserem Fall die 9, steht an der richtigen Stelle, nämlich ganz hinten. Und wenn Sie sich nochmal grafisch anschauen, was hier passiert ist, dann ist die 9 im Laufe dieses Prozesses von ziemlich weit vorne ganz nach hinten gewandert. Die ist also, wenn Sie hier mal anschauen, die war erst an der Stelle 2, dann 3 oder beziehungsweise Stelle mit dem Index 1, 2, 3, 4, 5. Und zum Schluss an der Stelle mit dem Index 6. Das heißt, das ist so der typische Vorgang, wenn Sie eine solche Schleife machen und paarweise vertauschen, dann wandert das größte Element nach oben, das steigt nach oben wie eine Blase. Wie eine Blase im Sektglas. Und diese Blase im Sektglas, das ist sozusagen auch der Grund, weshalb das Ding Bubble Sort heißt. Ja? Also die 9 ist wie eine Blase nach oben gewandert. Deshalb Bubble Sort.
Deshalb heißt dieser Algorithmus so, wie er heißt. Gut, wenn wir nochmal eben schauen, dieser Schritt, den wir hier gemacht haben, der hat die Ordnung ON. Wir sind ja einmal durch das komplette Ding durchmarschiert. Ja? Also das hier, was wir hier gemacht haben, das hat die Komplexität ON. Was haben wir dadurch gewonnen? Nun, am Ende von diesem Schritt ist der sortierte Bereich vom Array um 1 größer geworden. Übrigens ganz ähnlich wie beim Selection Sort. Der Hauptunterschied ist allerdings, dass der sortierte Bereich jetzt nicht von links nach rechts wächst, wie beim Selection Sort, sondern von rechts nach links. Also das heißt, wir haben hier am Ende nach diesem Schritt, ich zeige es nochmal auf, die 7, die 5, die 4, die 3, die 1, die 6 und die 9. Wir haben jetzt hier einen unsortierten Bereich. Und dieser Bereich hier, der ist sortiert. Der ist zwar nur eins lang, aber wie wir gleich sehen werden, wächst der natürlich jetzt von rechts nach links rein. Ne? So, und jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Also wir schreiben das ruhig nochmal auf, Schritt für Schritt. Aber wir können jetzt den sortierten Teil ignorieren. Das heißt, wir machen den gleichen Schritt nochmal, allerdings nur auf dem unsortierten Bereich. Das heißt, wir vergleichen wieder die 7 mit der 5, stellen fest, die 7 ist falsch, wir tauschen, dann haben wir jetzt hier die 5, die 7, die 4, 3, 1, 6, ja, und die 9 ist, wie gesagt, ja schon, die ignorieren wir. Dann vergleichen wir, also hier oben haben wir die 5 mit der 7 verglichen, dann vergleichen wir die 7 mit der 4. Wir haben wieder das Problem, dass die 7 an der falschen Stelle steht. Das heißt, wir tauschen wieder 5, 4, 7, 3, 1, 6 und die 9 passt. Dann vergleichen wir die 7 mit der 3 und Sie sehen ja schon, was passiert. Die 7 wandert jetzt als Bubble wieder nach oben. Wir müssen wieder tauschen. Dann haben wir 5, 4, 3, 7, 1, 6 und hier hinten die 9. Und dann vergleichen wir die 7 mit der 1. Wir machen das jetzt noch einmal komplett durch, damit wir wirklich genau sehen, was da passiert. Wir tauschen wieder und landen dann bei der 5, 4, 3, 1, 7, 6 und 9. Und zu guter Letzt vergleichen wir die 7 wieder mit der 6. Tauschen auch, weil wir auch wieder hier die falsche Reihenfolge haben. Und dann ist dieser Schritt auch wieder vorbei. Also dann haben wir jetzt als letztes 5, 4, 3, 1, 6, 7, 9. Und jetzt sehen Sie, ist der sortierte Bereich wieder um 1 gewachsen. Also das ist jetzt hier wieder unsortiert. Und das ist sortiert. So, und diese Schleife, die von links nach rechts durch das Array geht, bis zu einem bestimmten Punkt, am Anfang über das ganze Array, dann um 1 kürzer, dann 1 kürzer und so weiter, das würde ich beispielsweise in eine Methode stecken. Also wir können hier zum Beispiel machen, ein paarweise tauschen. Das ist ein bisschen schöner, das kann wieder kein Mensch lesen. Also mein Vorschlag wäre, das müssen Sie nicht so machen, aber ich würde hier eine Methode mir schreiben, die heißt paarweise tauschen im Array. Also das ist dann ein Int-Array natürlich.
Sorry. Int Array A. Und dann brauchen wir noch praktisch ein Int ix max. Also das ist der maximale Index, bis zu dem wir vertauschen wollen. Ne? Also da machen wir jetzt eine Schleife von 0 bis ix max minus 1. Ne? Denn die Schleife muss ja nicht bis zum letzten laufen, sondern nur bis zum vorletzten. Und dann vergleichen wir a von i mit a von i plus 1. Also immer benachbarte a's und gegebenenfalls tauschen wir. Also Sie sehen schon, Sie sollen das in den Übungen natürlich wieder selbst programmieren. Klar. Aber das ist jetzt ein Vorschlag, dass Sie diesen Schritt, den wir jetzt gerade eben zweimal durchgemacht haben, also dieses durch einen Teil vom Array von links nach rechts gehen und paarweise vertauschen, dass Sie diesen Schritt vielleicht in eine eigene Methode schreiben. Das hat den großen Vorteil, dass es einfach übersichtlicher wird und Sie erstmal dieses paarweise Tauschen in Ruhe programmieren können. Gut, so und dann wiederholen wir diesen Schritt. Also die Methode paarweise tauschen die wird in einer Schleife gerufen. Und dieses ix max, das geht von len minus 1 bis 1 durchlaufen wird. Das ist also jetzt eine Schleife, die nicht von 0 bis irgendwo hinläuft, sondern die läuft von len minus 1 bis 1. Die läuft also rückwärts, die zählt rückwärts. Ne? Also eine Vorschleife würde ich da programmieren. Man kann es auch mit einer While-Schleife machen. Und dann sind diese beiden Methoden, also die Sortiermethode selbst und diese paarweise Tauschen-Methode, die sind beide sehr kurz. Das sind also immer nur 3-4 Zeilen maximal. Und dann ist das ein sehr überschaubarer Algorithmus. Ne? Also das sind auch wieder zwei ineinander geschachtelte Schleifen. Wenn Sie im Internet gucken, finden Sie natürlich 1500 fertige Implementierungen. Ich würde Sie trotzdem dringend bitten, das selber erstmal auszuprobieren und selber zu knobeln, dass Sie das hinkriegen in den Übungen und sich mal anschauen, wie weit Sie schon fit sind beim Programmieren von solchen Schleifen in einer Methode. So, was hat denn der Algorithmus für Eigenschaften? Wir fangen wie so oft mit der Komplexität an. Nun, was machen wir denn hier? Wir machen zwei ineinander geschachtelte Schleifen. Die innere Schleife, die läuft immer von 0 bis zu einer bestimmten Länge. Und die bestimmte Länge, die fängt bei der Länge vom Array an und wird jedes Mal um 1 kürzer. Das heißt also, die innere Schleife, die läuft im Mittel n halbe. Und die äußere Schleife, die läuft von 0 bis n oder von 0 bis n minus 1. Und dann haben wir also sozusagen wieder n halbe mal n. Und das ist die Komplexität O n Quadrat. Also Sie sehen, der Bubble Sort Algorithmus hat genau die gleiche Komplexität wie der Selection Sort Algorithmus. Der ist also nicht besser. Der braucht im Prinzip etwa die gleiche Zeit. Der große Nachteil übrigens von dem Bubble Sort Algorithmus, der ist, dass er wirklich nur benachbarte Elemente tauscht. Und wie wir später sehen werden bei den etwas cleveren Algorithmen, es ist aber
gut, wenn man über lange Distanzen tauschen kann. Und das kann nun dieser Bubble Sort gar nicht und deshalb kann der auch nicht von der ON-Quadrat ausbrechen. Also das ist ein relativ einfacher Algorithmus, der eben immer diese simple Komplexität N-Quadrat hat. Er ist in situ, das heißt, er braucht keinen zusätzlichen Speicherplatz. Ja, der tauscht ja nur, also der braucht nicht weitere Speicherplätze. Und was sehr angenehm ist, können Sie sich gerne mal überlegen, warum, aber dieser Algorithmus, der ist stabil. Das können wir natürlich, wenn wir Integerzahlen sortieren, nicht ausprobieren. Eine 2 ist eine 2, ist eine 2, ist eine 2. Also man sieht einer Zahl ja nicht an, in welcher Reihenfolge die Zahlen im ursprünglichen Datensatz standen. Aber das ist ein stabiler Algorithmus. Durch dieses paarweise Vertauschen wird also keine ursprüngliche Reihenfolge kaputt gemacht. Und die Stabilität ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Deshalb ist das bei einfachen Sortieralgorithmen durchaus ein netter Algorithmus. So, es gibt noch eine Besonderheit, die sich zu erwähnen lohnt. Das ist nämlich, wenn der Algorithmus schon sortiert ist. Also Sonderfall, schreiben wir das mal auf. Nicht, wenn der Algorithmus nicht sortiert ist, sondern wenn die Daten schon sortiert sind. Also der Array ist schon sortiert. Also schreiben wir das mal kurz auf. Wie würde das denn aussehen? Nehmen wir mal an, wir haben einen schon sortierten Array, also 1, 3, 5, 6, 7, 9. So. Jetzt werfen wir nochmal in Gedanken unseren Bubble Sort Algorithmus an. Wir vergleichen die 1 mit der 3, müssen wir nicht tauschen. Die 3 mit der 5 müssen wir nicht tauschen. Die 5 mit der 6 müssen wir nicht tauschen. Die 6 mit der 7 müssen wir nicht tauschen. 7 mit der 9 müssen wir nicht tauschen. Das heißt, wenn wir diesen ersten Schritt machen, dass wir also einmal durch das Array durchgehen, um festzustellen, ob wir tauschen müssen, und wir wissen am Ende, wir haben kein einziges Mal getauscht, dann wissen wir auch, dass wir fertig sind. Ja? Also, wenn nicht getauscht werden musste, dann ist der Algorithmus fertig. Und das heißt, in diesem Fall reduziert sich das auf ON. Wir marschieren einmal durch, stellen fest, wir mussten nicht tauschen und dann sind wir sofort in ON fertig. Das heißt, das kriegen wir quasi geschenkt bei diesem Algorithmus. Und diese Fälle sind durchaus häufig. Also es kann durchaus häufig vorkommen, dass man einen schon vorsortierten Datensatz hat und dass man den gar nicht sortieren muss. Und wenn man dann den Bubble Sort anschmeißt, dann kriegt man das geschenkt. Also die Implementierung, die würde im Prinzip so aussehen. Wir machen die Methode paarweisen Tauschen nicht mehr void, sondern wir machen die Boolean. Ne? Und wir geben jetzt hier false zurück. Wenn nicht getauscht werden musste. Und wenn Sie das machen, das ist ja relativ einfach, ne? Sie setzen eine lokale Variable auf false und sobald Sie einmal tauschen mussten, setzen Sie die auf true oder jedes Mal, wenn Sie tauschen müssen, setzen Sie auf true und dann machen Sie einen Return von dieser Variable und damit geben Sie die Information nach außen, ob wir tauschen mussten. Und dann können Sie
in der äußeren Schleife abbrechen. Also die äußere Schleife, die wertet das aus. Und die bricht mit Break ab, wenn die Methode false zurückgibt. Also das wäre eine Zusatzaufgabe oder ein Zusatzschmankerl für diejenigen von Ihnen, die ein bisschen fitter sind. Versuchen Sie mal diese Implementierung. Einen großen Vorteil bietet sie im Standardfall nicht, wenn die Daten also durcheinander sind. Aber wenn die Daten schon vorsortiert sind oder auch wenn die Daten überwiegend vorsortiert sind und nur ein paar Sachen nicht stimmen, dann bringt das einen gewaltigen Vorteil und dann ist der Bubble Sort tatsächlich der Algorithmus der Wahl. Ja, so viel mal zum Bubble Sort, seinen wichtigsten Eigenschaften und grob skizziert, wie die Implementierung aussieht. Und das probieren Sie bitte in den Übungen mal aus. Und dann schauen wir uns im nächsten Kapitel auch noch ganz kurz an, wie man jetzt mit den Mitteln, die wir haben, solche Algorithmen mal vergleichen kann. Dass wir einfach mal in der Lage sind, Zeiten zu messen und anzuschauen, wie lange braucht so ein Algorithmus, dass wir es mal ausprobieren. Gut, in diesem Sinne erstmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten kurzen Kapitel. Bleiben Sie gesund.